So, jetzt mache ich mir nämlich eine Liste, weil ich mir das immer aufschreibe, wie viele Legendaries ich hier rausziehe. Wollte ich hier nochmal Packungen kaufen, aber natürlich nicht für Geld. 50 Stück. Für Gold. So, jetzt habe ich hier 150 normale Packs und 5 Sonderpacks. Fast. So, fangen wir mal an. Wir machen mal erstmal hier. Okay, da haben wir schon eine Legendary. Lull. Gleich im ersten Pack. Was will ich? Was ist denn, wenn ich Leertaste drücke? Zieht er sich das raus? Das passt. Frank, Bruder, bist du es? Du bist mein verschollener. Ja, wahrscheinlich bist du mein verschollener Zwilling. Der vermisste Bruder. Und welche Klassen hast du bei WoW gedattelt, wenn ich fragen darf? Alter, was ist hier los? Noch eine Legendary. Holy moly. Das waren jetzt 4 Packs und 2 Legendaries. Das ist ja. Das geht ja gar nicht. Hunter Eule. Also Dudu. Ein Mage war mal meine Main-Klasse. Dann bin ich umgeswitcht auf Pala. Die zweite ist bei mir. Muss hier den Ton ein bisschen leiser machen. Pala? Das waren die zweite Klasse. Demon Hunter? Hunter? Ja, das waren so die drei Hauptklassen, die ich. Ich hatte auch ja und Heal. Also Vergelter und Heal. DK habe ich einen auf. Ich bin Horde-Spieler, durch und durch. For the Horde. Das Einzige, was von der Allianz ich mag, ist das Blut an den Füßen der Horde. nee, Quatsch. Ich habe aber mir einen DK gemacht, weil ich auch die Story von der Allianz spielen wollte. Und die ist auch nicht schlecht. Und jetzt hatte ich mir vor kurzem, habe ich die Vulperas auf Ehrfürchtig gespielt. Und dann kannst du dir ja einen Vulperer erstellen als Char. Und da hast du den direkt auf Stufe 20. Und da wollte ich mir einen Schaman spielen. Habe noch nie Schamane gespielt. Aber ich. Oh Mann, ja. Jetzt kommen ja gar keine Legendaries mehr. Ja, geht auch die Leertaste, braucht aber die Maus gar nicht. Ich meine, wir sind im Soll. Meine Frau meint auch, wir müssen voran sein. Jetzt könnte mal eine Legendary wiederkommen. Ja, den Stufe 20 Char von Schaman wollte ich eigentlich auf 120 spielen. Werde ich vielleicht auch nochmal machen. Das werde ich dann nebenbei streamen, aber da weiß ich jetzt schon, da guckt kaum einer zu, weil wer will. Was willst du da zugucken? Das ist jetzt auch nie interessant. Wenn du WoW guckst, dann guckst du den Leuten zu, die raiden. Oder Arena zocken oder was weiß ich. Aber da guckt keiner zu, wie einer in Stufe 20 hochspielt. Das ist dann. Das juckt keine Sau. Aber wenn ich wieder Bock habe, das Einzige, was mich bei WoW halt ärgert, ist die Gebühr.
Mein Gott, und ich rede ja so stolz, dass ich hier ihn endlich auf ehrfürchtig hatte. Das klingt ja eine Fresse. Das ist ja schon richtig süchtig. Aber hey. Da musst du ja. Machst du da auch richtig Auktionshandel und so? Ich meine, im Endeffekt bei WoW kannst du es ja mittlerweile so machen, ne? Wenn du gut bist. Finanzierst dich das Spiel von alleine, ne? Indem du dann halt mit in-game verdientem Gold dir die Marken holst. Jetzt noch eine Legendary. Nummer 3. Naja. Ich zahle meine Gebühren über Marken aus dem AHA. Naja, also verdienst du deine Kohle mit AHA oder wenn du halt farmst, ne, Zeug verkaufst oder dir erspielst und so weiter und dann kaufst du dir die Marke. 300k. Ja. Wenn man das richtig aktiv spielt, ist das ja nicht viel Geld, ne? Früher dachte ich auch immer, oh, aber mittlerweile, ich will nicht sagen, wusste zugeschissen mit Kohle. Aber die Relation, ich sag mal so, vor 5 bis 10 Jahren waren 300.000 mehr wert in WoW als heute. Ist halt aber ganz normal. Ja. Eben, kein Vergleich. So, jetzt könnte aber nochmal eine Legendary kommen, weil gleich habe ich 50 Packs hier offen. Und plus 3 Legendary, das ist eine schlechte Ausbeute, wie ich finde. Ist wieder so ein Account-Glück, was ich hier habe. Ich mag da gar nicht hingucken. Ey, hört doch mal auf hier. Muss ich mal wieder die Maus. Die Aura der Hand, die geht auf die Maus und dann geht die jetzt hier rüber in das Pack hinein. Ah, ich spüre es. Wie hier keine Legendary drin ist. Damn. Da war sie. Also. Nummer 4. Na ja, gut, aus 50 Packs 4 Legendaries. Ja, könnte besser sein, aber ich habe auch schon ein schlechteres erlebt. So, okay, 50 Packs 4 Legendaries. Weiter geht's. Hat gewundert hier. So, also 4 Legendaries haben wir jetzt. Sowas finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt, dass das passiert. In einem Pack 2 gleiche muss nicht sein. Ja, guckt euch, was ist denn das? Das ist doch scheiße. Aber das muss wirklich nicht sein, da könnten sie. Bisschen, das will ich nicht besser programmieren. Schmutz, ja. Das. So. Eigentlich könnte ich das doch auch. Hier oben irgendwo eintragen, oder? So, was ist hier los? 60 Packs, erst 4 Golden, Legendaries meine ich, was ist da? Da kommt die nächste. Nummer 5. Okay. Wir müssen hier besser. Wir müssen die Karten veräppeln. Wir müssen
Hier antäuschen und hier klicken. Ah, damn. Jetzt machen wir über Kreuz. Hep, 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 hep. Bringt nichts. Okay. Also gleich haben wir 70 Packs geöffnet. Und erst 5 Legendaries. Ah, ich weiß auch nicht, ob das Account-Pech ist manchmal. Oder geht das... Ich meine, manchmal so zieht man die Reifen, aber... ja, aber geht euch... Ich sehe da manchmal bei Hearthstone Heroes, wie dann manche schreiben so... Ah, 20 Packs geöffnet, 3 Legendaries. Hä? Oder haben manche eine Quote, also da kann ich das ehrlich gesagt manchmal gar nicht glauben. Oder die haben halt mein Loot-Glück dabei, das kann natürlich auch sein. Ja, Arschloch-Accounts, wirklich, das ist... Eigentlich wollte ich mir ja die Season hier, Kollege auch, der zieht bei WoW Boston Mounts raus, wo ich 3 Jahre drauf warte. Ja, bei WoW, ich bin nicht der Typ, der raidet. Also, wenn ihn, weil... Oh, da kommt die nächste Legendary. Nummer 6. Bei Raiden und so... Ich mag das nicht, wenn es dann heißt, so, wir haben jetzt Montag, 18 Uhr, Raid-Tag. Donnerstag, ach, ich kann das nicht. Beruflich bedingt habe ich gar nicht die Wahl. Ich kann das, das geht gar nicht. Dann musst du hier und da wieder einspringen und dann fliegst du da wieder. Und dann ist es so, dann gibt es ein Item und du denkst dir, oh, geil. Das könnte meins sein. Ist nur noch ein anderer, der das vielleicht auch nimmt. Und dann fängst du an, dann geht's Gewürfel los und der würfelt... Ne, 1 bis 99 war das doch immer, ne? So, und dann würfelt der Bus eine 10 und du denkst ja, klasse, komm ich drüber. Würfel 8. Das ist, ich weiß, wer kennt's nicht? 1000 Mal erlebt, ne? Ey, ohne Scheiß, dann kommt immer dieser eine Typ an und würfelt dieste weg. Das ist unglaublich. Ah, Nummer 7. Ja. Nummer 7, Leute. Bei... Was haben wir jetzt? Wie viel haben wir bald? 90. Noch 6, da haben wir 90 Packs geöffnet. Und am besten... Was? Und am besten eher eine 8 und hat das auch... Die 1. Das hat man auch schon... gewürfelt, wo ich dachte, hä? Guck ich so und denk mir, fehlen da 2 Nullen? Ich meine aber ehrlich, ne, wer WoW gespielt hat und auch geradet hat, ich glaube, es gibt keinen, der sowas nicht erlebt hat. Das... Also, ist unglaublich. Gibt wenigstens einen Erfolg, aber dafür. Ja. Episch! Ich mag ja lieber. Wow! Legendär! Das war mit Ankündigung.
Hatten wir die nicht schon? Die Dozentin geht, hatten wir. Nee. Moment mal, nee. Legendary kommt nicht doppelt. Nee, das war ja nicht so. Was ich. Ach, warte. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich möchte nicht unverschämt wirken. So. Ich möchte nicht unverschämt sein. Bei der 55. Wenn da 55 steht, das Pack wird es werden. Genau, nicht übertreiben, ne? Also das noch nicht, das nächste Pack. Na, jetzt ab. Scheiße. Ach, am Arsch. Wir haben ja, na, dann eins von den nächsten vier. Komm schon. Dann haben wir jetzt gleich 100 Packs geöffnet. Und obwohl bei 100, warte mal, 8 Legendaries bei 100 Packs ist eigentlich doch, das ist okay. Ja, doppelt erwähne ich das. 5 Euro? So. 100 Packs, 8 Legendaries. Die letzten 50. So. Ja, was ich sagen wollte, ich wollte mir eigentlich die Erweiterung gar nicht holen. Also, ich hatte erst überlegt, ob ich sie mir hole. Und dann dachte ich mir, ach naja, Hearthstone, da hier wieder 80 Euro reinbuttern, muss nicht sein. Und dann habe ich ein Gewinnspiel teilgenommen. Ich will jetzt hier nicht sagen, bei welchem. Da kann man gerne auf Insta bei mir gucken, da sieht man das. Aber, ne, weil ich will hier nicht unnötig da. Fame oder so ein Scheiß, deshalb will ich das jetzt nicht sagen. Ich habe im Gewinnspiel teilgenommen und habe das Mega-Bundle gewonnen. Dachte ich mir, wow, und habe das bekommen und habe dann natürlich selber noch Gold gehabt, wie man vorhin gesehen hatte. Und eigentlich wollte ich mir das. Sekunde, ich muss. Der feine Herr, ja. Der feine Herr hatte gewonnen. Da habe ich mich auch riesig gefreut, ey, ohne Scheiß, da habe ich mich wirklich gefreut. Weil mir da 80 Tacken, ne? Spart am Ende. Auch wenn ich es vielleicht nie geholt hätte oder so, aber ich hätte es mir halt für. Habe ich im Prinzip trotzdem für Gold, aber hätte meinen ganzen Arkanenstaub wahrscheinlich dann auch noch verbraten. Für die Karten, die man dann bräuchte. Dankeschön. Wie gesagt, ich will jetzt keine Werbung, aber bei Insta habe ich das Bild gepostet von dem Gewinn. Da sieht man das auch, bei wem es war. Aber ich will es jetzt halt hier nie unbedingt sagen und ja, und denkt, ja, der Fame, nee, will ich nie. So. Das ist Schmutz. Es guckt, das wie viel Mal, das wie viel Mal, das müsste ich, das müsste hätte man mitzählen müssen. Aber ich kann ja mehr, ich gucke mir den Stream noch mal selber an. Da werde ich noch mal das Opening mehr anschauen. Da gucke ich auch noch mal, wie viel doppelte Karten in einem Pack waren. Das gucke ich mir noch mal an. Weil das ist echt, das ist scheiße. Das könnte hier schon wieder, Alter. Dann könnten sie es wenigstens so verteilen, dass das, was jetzt doppelt war, mit dem, was vorhin doppelt war, eh getauscht wird. Dann sieht es wenigstens nie ganz so beschissen aus. So. Jetzt haben wir gleich 120 Packs geöffnet und haben 9 Legendaries rausgezogen.
Bin auch auf die 5 hier gespannt. Komm schon jetzt, in der Legend Derby noch. Komm. Jetzt, jetzt. Komm. Komm. Ja. ...30 Packs noch? Hm? Also jetzt könnten noch mal... Ich hätte schon noch gerne... ...Legendaries. Weil ich will ja am Ende nicht 150 Packs öffnen und am Ende habe ich gerade mal jetzt bis jetzt 9... ...Legendaries. Das ist natürlich dann traurig. So, jetzt. Wow! Legendär! Sogar Platz 1 hattest. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass man da bei dem als nicht Bot, whatever, was gewinnen kann, aber doch. Wieder doppelt drinne. Es ist zum. Aber naja. Boah, Alter, gleich 130 Packs geöffnet, 9 Legendaries. Ja, jetzt wird's langsam, jetzt könnte aber wirklich. Komm schon. Wow, legendär! Oder auch nicht. 20 Packs. Jetzt. Da habe ich mich um eins vertan. So, 10. Okay. Es sind 135 Karten immer, ne? In der Erweiterung. Jetzt müssen noch 3 kommen. Und 2. Ja, also... Wäre schön, wenn noch 2 kommen, ja, das stimmt. Dann wäre es bei 150 Packs, 12 Legendaries wäre eine schöne Quote. Aber 10, naja, wobei 10 ist jetzt. Geht besser, aber auch nicht schlecht, ne? Aber ich merke, hier kommt noch eine. Ich spüre das. Szene. Yeah. Wieder doppelt. Es ist traurig, aber so ist es. Mit den zwei Nummer 11. Aber mit den zwei Silben im Pack hast du dein eigenes Glück, ja, also. Haben das andere auch? Das ist doch nie normal. Komm schon. Ey, bitte, die 12. Das waren jetzt 11 Stück. Komm, eine noch. Kommt echt oft vor, ja. Selten. Selten. Nein, ich möchte. Wow. Legendär. Die letzten beiden. Damn. Jetzt komm, Alter. Mach schon. Scheiße. Schade Marmelade. 11 Stück in 150 normalen Packs. Und wie ich die jetzt hier einordnen kann, weiß ich nicht, weil das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass es so eine... In diesem Mega-Bundle gibt es dann zum ersten Mal so eine 5. Mal gucken, was jetzt hier drin versteckt ist. Ob das alles goldene Karten sind oder so. Ja, Legendary sind schon mal nicht.
Okay, aber es sind alles goldene. Elf ist, sagen wir, gut. Ja, bei 150 Packs, 11 Legendaries. Okay, und das sind alles goldene? Eine goldene Legendary, das wäre ja. Und gewöhnlich. Und gewöhnlich. Golden und legendär. Komm schon, eine goldene hier, nee, keine Legendary drin, ne? Schade. Gut, die fünf lassen wir außen vor, die rechnen wir da. Also 11 Legendaries rausgezogen, das ist okay.